Hallo Welt, da sind wir wieder mit der ganzen Bande, unserem ganzen Clan hier. Und wir werden... Warum sind wir so schlecht drauf? Ich dachte, wir hatten eine... Haben wir nicht einen Generationswechsel gemacht? Da müssten wir doch besser drauf sein. Vielleicht trinken wir erstmal eine Kleinigkeit, bevor wir dann gleich einen Evolutionssprung machen. Ich bin so gespannt, ob wir mit der Wissenschaft noch mithalten können. So, leg das mal weg. Vielleicht haben wir Durst. Magst du das? Ist das gut? Immer rein damit. Oh ja, wir hatten Durst. Na gut, unsere Australopithecus afarensis könnten noch ein bisschen was vertragen, was das Aussehen betrifft. So richtige Nasen haben wir ja noch nicht. Aber man sieht schon, wo es hinführt. Ah, es gibt vielleicht ein paar Menschen, die tatsächlich immer noch so aussehen, oder? Hier, gucken wir uns mal die Greisin an. Ah, sieht das nicht aus wie mein Nachbar? Wenn er eine Frau wäre? Man erkennt auf jeden Fall die Frauen jetzt schon etwas besser. Haben wir hier auch schon geguckt? Ja, wir haben schon überall geguckt. Dann vielleicht essen wir noch eine Kleinigkeit. Wo ist denn Ackerschachtelhalm? Hier. Ich sage immer Ackerschachtelhalm. Es sieht für mich so danach aus. Ah, Hunger haben wir. Hunger haben wir. Hunger haben wir. Jetzt esst ihr alle mit. Ihr könnt auch selber entscheiden. Na, das müssen sie noch lernen. Nicht streiten. Hier ist genug zu essen da. Das wächst ja auch wieder nach. Wartet ab, noch ein paar Millionen Jahren, dann werden wir sesshaft und lernen, uns selber was anzubauen. Dann hört die Streiterei sowieso auf. So, jetzt aber. Evolutionssprung. Mal sehen, was wir da so reißen können. Hinlegen. Evolutionieren. Schwing. Und wir müssen hier sogar noch was festigen. Vielleicht machen wir erstmal einen Generationswechsel. Nein, ich glaube, wir ziehen das jetzt voll durch. Evolutionssprung. Wir haben ganz viele Sachen bereit hier. Und wir drücken mal E und gucken, was passiert. Wenn du dich weiterentwickelst, werden alle spontanen neuronalen Mutationen verschwinden, die nicht von Erwachsenen oder Greisen weitergetragen werden. Sie werden aber bei zukünftigen Geburten wieder auftauchen. Möchtest du dich jetzt weiterentwickeln? Wollen wir? Ja, wollen wir. Und da geht es los. Evolutionsleistung. Den versiegenden Wasserfall als denkwürdigen Ort entdeckt. Schon lange ist's her. Die Felspfeil-Oase der Savanne entdeckt. Auch das ist lange her. Den Meteoriten im Gebiet Baobabs gefunden. Lange ist's her. Und auch die Oase Baobabs gefunden in der Savanne. Den Meteoriten im Gebiet Felsabgrenzung gefunden. Und den afrikanischen Felsenpython dazu veranlasst, die Dorcas-Gazelle zu reißen. Den Meteoriten im Gebiet einzelner Kapok gefunden. Das war vor kurzem noch. Die Hyparion-Tümpel-Oase der Savanne entdeckt. Den zerbrochenen Bogen als denkwürdigen Ort entdeckt. Und wir haben auch die versteckte Wasseroase der Savanne entdeckt, schon sehr lange ist's her. Die Schluchteingangsoase entdeckt, auch das liegt schon eine ganze Weile zurück. Die flaches Versteckoase der Schlucht entdeckt. Jep. Erfüllung abgeschlossen, meisterhafter Schluchtenforscher, alle Oasen in der Schlucht entdeckt. Das Wüstentor als denkwürdigen Ort entdeckt, haben wir gemacht. Den Meteoriten im Gebiet Wüste gefunden. Ja. Die neuronale Entwicklung deines Stamms gefestigt. Reife Phase 3. Einen Macher Irodus dazu veranlasst, den afrikanischen Otter aus dem Miozän zu töten. Einen Pelikan aus dem Miozän getötet. Einen nur.
die Hyäne dazu veranlasst, die schwarze Mamba zu töten. Yep. Den Waldsumpf als denkwürdigen Ort entdeckt. Die neuronale Entwicklung deines Stammes gefestigt, reife Phase 4. Erfüllung abgeschlossen. Maximierte neuronale Entwicklung, reife Phasen, okay. Die wuchtige Bogenoase der Savanne entdeckt, haben wir gemacht. Die Büffel-Talkkessel-Oase der Savanne entdeckt. Ja, Erfüllung ist auch abgeschlossen, Savannenforscher. Wir sind Meister. Meister der Savanne. Die Savannenrand-Oase im Waldgebiet entdeckt. Das war, glaube ich, vor kurzem erst die Hügeloase im Waldgebiet entdeckt. Auch das dürfte vor einigen Folgen erst passiert sein. Die Tunnelmundoase im Waldgebiet entdeckt. Jawohl. Erfüllung ebenfalls abgeschlossen. Meisterhafter Waldforscher. 10.000 Jahre gibt's dafür. Gratis hinzu. Nährstoffe von Pilznahrung aufgenommen. Haben wir geschafft. Und Nährstoffe von Oviparienfleisch aufgenommen. Auch das haben wir gemacht. Den felsigen Pass als denkwürdigen Ort entdeckt. Und die überwachsene Schlucht als denkwürdigen Ort entdeckt. Dann haben wir noch die Todeszone im Waldgebiet als denkwürdigen Ort entdeckt. Schaut euch den Wissenschaftsstrahl unten an. Den grünen Steinpfad als denkwürdigen Ort entdeckt. Die Wissenschaft kommt gar nicht nach. Die Felsrutschoase am See entdeckt. Und den Treffpunkt der Flüsse als denkwürdigen Ort entdeckt. Hier, die einsame Kapok-Oase des Dschungels entdeckt. Stand das nicht gerade auch schon da? Den eingeschlossenen Wasserfall als denkwürdigen Ort entdeckt. Und die unter der Klippe-Oase des Dschungels entdeckt. Da haben wir die Zwei-Fluss-Verbindung als denkwürdigen Ort entdeckt. Die Klippenkaskade als denkwürdigen Ort entdeckt. Den afrikanischen Felsen Python dazu veranlasst, das Riesenwarzenschwein zu töten. Den großen Sumpf als denkwürdigen Ort entdeckt. Und wir haben einen Überblick. Leistungen hinzugefügt. 40 Erfüllungen abgeschlossen. 4. Leistungsjahre Wissenschaft 1.180.528 Jahre, vorzeitig Bonus plus 150.000 Jahre, Erfüllungsjahre plus 50.000 Jahre. Das ist weniger als vorher, oder? Aber der Unterschied sind 1.570.000 Jahre. Damit entwickeln wir uns schneller als die Wissenschaft. Evolutionssprung bisher. Sollen wir auf die Wissenschaft nicht mal ein bisschen warten? Also Evolutionssprung bisher 1.380.528 Jahre. Weiter geht's. 25 Geburten gab es auch, plus 25 Jahre hinzugefügt, 25.000 Jahre. Und Überblick über die Geburten, 25 Geburten, keinen Tod hatten wir zu verzeichnen. Unterschied sind 1.595.000 Jahre. Du entwickelst dich immer noch schneller als die Wissenschaft. Evolutionssprung bisher 1.405.528 Jahre. Weiter geht's. Evolutionssprung 1.405.528 Jahre. Im Laufe der Zeit hast du dich weiterentwickelt, um das zu werden, was bekannt ist als Australopithecus africanus, das Kind von Taung. Du bist in der Zeit vorangerückt zu 2.489.562 Jahre vor heute und wirst nun in die Welt zurückgeschickt, um dich deinem Stamm anzuschließen. Nach dem Aufstieg zu einer neuen Art sind einige der von dir erreichten evolutionären Leistungen vielleicht noch verfügbar, um für deinen nächsten Zeitsprung hinzugefügt zu werden. Zurück zum Spiel!
Da haben sie uns zurückgesetzt. Den Ort kennen wir schon. Ja, hier waren wir schon. Oh, die Nase entwickelt sich, oder? Wir haben zu wenig gerochen, wir müssen mehr riechen. Und da sind wir wieder. Nach dem Evolutionssprung wurden wir in eine uns bekannte alte Oase zurückgeschickt. Und wir verlieren... Hey, sexy, so langsam, oder? Wir verlieren immer mehr Haare. Ist das gut? Wir sind Ra, ein Greis, weiblich. Und du bist? Greis, auch weiblich. Wer ist das hier oben? Wer bist denn du? Ah, Erwachsener, weiblich. Okay, du bist Ak. Ak, schnapp dir ein Kind. Kann ja nicht schaden, nimm ruhig noch eins. Nimm zwei, Ak. Oh, hier sind die Kerle unterwegs. Und du bist? Männlich. Setz dich mal zu den Männern da drüben hin. Wo sind denn die anderen alle? Was können wir denn? Können wir aufrecht gehen? Oh ja, und können wir laufen? Naja, es geht eigentlich so wie vorher. Also, ein großer Unterschied ist da jetzt nicht. Du bist da. Oh, da kennen wir doch. Weibliche da, du hast auch schon Kinder gezeugt. Und wo sind denn die ganzen Babys? Und was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn für Mutationen? Da sind zwei Babys, ein Baby wenigstens. Komm her, ich nehme dich mit. Nimm schon mal einen Stock. Ich höre einen Elefanten oder so etwas. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich immer noch der Macher Irodus, der sich nicht weiterentwickelt hat. Selber schuld. Kommt alle her, ich muss die Babys finden. Okay, an unserer Aussprache hätten wir auch ein bisschen feilen dürfen, ruhig, finde ich. Da hat sich nicht so viel getan. Da ist noch ein Baby. Komm mit, eine Fahrkarte brauchst du nicht. So, eine Frau müsste hier noch irgendwo sein. Bist du eine Frau? Jawohl. Und wir sind unterwegs mit Lar. Lar. Komm mit, ich nehme dich mit. Und dich nehme ich auch mit. Und schon sind wir wieder vollständig und gucken uns mal an, ob wir irgendwas festigen können oder so. Was hat uns die Evolution jetzt gebracht? Evolutionieren. Tada! Motorik! Neu erlernte Fähigkeit Anabolismus. Anabolismus. Bei der Ausführung von Aktionen wird weniger Energie verbrannt. Stoffwechsel, neu erlernte Fähigkeit, Nährstoffaufnahme. Aus einer Portion Nahrung wird mehr Energie gewonnen. Neu erlernte Fähigkeit, vorbeugende Behandlung, xenobiotischer Stoffwechsel. Ein vollständiger Schutz vor Vergiftungen mit Gift erfordert weniger Gegenstände mit heilenden Eigenschaften. Und vorbeugende Behandlung, neu erlernte Fähigkeit, Endorphineffizienz. Ein vollständiger Schutz vor Verletzungen erfordert weniger Gegenstände mit erholsamen Eigenschaften. Und Sinne, neu erlernte Fähigkeit, Duftgedächtnis. Es ist möglich, sich die Position eines weiteren Gegenstandes oder Lebewesens zu merken. Drücke Q, um deine Sinne zu nutzen und wähle den Geruchssinn aus. Folge dann den Anweisungen, die von der UI für kontextbezogene Aktionen vorgeschlagen werden. Aber das machen wir doch gerne. Ansiedlung, neu erlernte Fähigkeit, Schlaf, Heilungs...
Effizienz, Heilungseffizienz. Es heißt Heilungseffizienz, okay? Einigen wir uns darauf. Die waren ja damals mit der Sprache noch nicht so weit. Also die heilende Wirkung von Schlaf ist maximiert. Außerdem haben wir Geschicklichkeit, neu erlernte Fähigkeit, Fingerfertigkeit. Es sind weniger Hiebe nötig, um die erfolgreiche Änderung mit Hilfe eines Werkzeugs durchzuführen. Ja. Ein paar, ja einige Mutationen haben wir auch. Das war's dann erstmal. Und wir können schon sofort etwas festigen. Das hier haben wir mitgenommen. Ausgeruht-Bonus. Das hatten wir noch von vorher. So viel neuronale Energie haben wir nicht. Was ist das hier? Ausgereiftes Neuron. Giftverträglichkeit. Ist die Verbindung hergestellt, wird es möglich sein, über einen längeren Zeitraum gegen Vergiftungen durch Gift geschützt zu sein. Ah, muss ich das singen? Das war ein Sprachgesang. Oh mein Gott. Muss das sein? Was haben wir denn für Mutationen gerade? Dann gucken wir auch gleich nochmal in die andere Evolutionsgeschichte rein, was wir da alles so geschafft haben. Aber erstmal die therapeutische Behandlung. Ja, erstmal die genetischen, ihr wisst schon, die spontanen genetischen Mutationen erstmal. Wack besitzt eine erhöhte Fähigkeit, Toxine auszuscheiden. Und E besitzt eine erhöhte Fähigkeit, Gifte auszuscheiden. Oh, hier geht's jetzt ums. Da können wir ein bisschen bauen. Okay, Juf besitzt eine erhöhte Fähigkeit zur Bekämpfung der Auswirkung einer Verletzung. Ja. Und Ab besitzt eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit. Ah, gut, einige Fingerfertigkeit und so haben wir gefestigt. Da können wir also schön noch was dran machen. Hier, E besitzt eine erhöhte Fähigkeit, Gifte auszuscheiden. Ach, das hatten wir gerade. Oh, dann ist ja gar nicht so viel hier. Ja? Das geht. Hält sich alles im Bereich des Möglichen. So, erforschen. Was haben wir denn hier? Hier ist immer noch was bereit. Wir müssen aber immer auch noch was erforschen. Hier oben fehlt mir der Text gerade. Wir sind auf jeden Fall das Kind von Taung jetzt. Australopithecus africanus. Ich weiß nicht, warum ich beim Afarensis so durchgedreht bin, aber Afarensis. Ich habe mich gefreut, als der kam. Wir sind ja der Wissenschaft. Oh, die Wissenschaft hat aber auch gut aufgeholt, finde ich. War die nicht vorhin hier? Die ist ganz schon langsam mitgekommen. Egal. Wir gucken uns das weiter an. Mindestens zweimal erfolgreich eine Attacke eines afrikanischen Büffels ausgewichen. Da dürfen wir also noch ein bisschen was machen. Das Krokodil steht jetzt gar nicht dabei. Meister des Entkommens vor jähzornigen Angreifern. Vielleicht war das Krokodil gar nicht jähzornig. Obwohl, wir haben doch einen Stock reingesteckt. Hätte eigentlich jähzornig sein sollen, hätte ich gedacht. Nun gut, wir haben einen bereiten Punkt. Also wir könnten sofort einen Evolutionssprung nochmal wagen. Hier ist soweit alles abgeschlossen. Meister des Entkommens vor kriechenden Bedrohungen. Und da haben wir den Felsenpython. Da haben wir den Mittelmeer-Skolopender und wir haben die schwarze Mamba. Die grüne Mamba fehlt noch. Wahrscheinlich wird die es sein. Okay, dann haben wir Meister des Entkommens vor Raubtieren. Da haben wir alles fertig soweit. Warum sind diese hier grün und diese hier nicht? Vielleicht haben wir das hier irgendwie zu spät gemacht. Mindestens zweimal der Attacke eines Gauklers ausgewichen und des Pelikans auch. Ja, das kann sein, dass oder wir liegen nicht richtig in der Zeit oder das käme jetzt erst oder später oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist die Attacke des Krokodils, die ist noch bereit. Hier haben wir immer noch was bereit, das heißt diese Bereitsachen. Ich würde ja so gerne jetzt nochmal einen Evolutionssprung machen, gleich nochmal einen hinterherlegen, aber dann würden wir uns ja um die ganzen Mutationen bringen. Hier sehen wir auch, ist alles soweit bereit. Und hier ist sogar alles hinzugefügt, schon fertig, abgearbeitet. Hier auch bei meisterhafter Seelenforscher. Das sollte jetzt eigentlich bei den ganzen Forschergeschichten durch sein. Da bräuchten wir eigentlich nichts mehr zu entdecken. Und wie es aussieht tatsächlich. Die Geburt eines Kartografen, da müssten wir noch Meteoriten irgendwo entdecken. Einer, glaube ich, ist noch irgendwo zu finden. Nö, da ist auch alles. Da ist auch alles bereit, alles fertig, alles bereit. Und was wir hier bekommen, wir auch wieder ein paar Jahre dazu, Bonusjahre.
Ach so, das ist hier unten erst. Eins mit dem Universum. Der Anbeginn der Spiritualität. Ja, die haben wir alle gefunden. Die Edelsteine. Und genau, hier haben wir noch einen Meteoriten, der irgendwo runtergegangen ist oder noch runtergehen wird, den wir dann noch suchen dürfen. Und dafür gibt es dann auch nochmal ein paar Festigungen obendrauf. So, das war Erforschen. Dann gucken wir uns die Leistungen beim Ausbreiten an. Da haben wir den aufstrebenden Baumeister abgeschlossen. Dann haben wir den furchtlosen Anführer abgeschlossen. Hier haben wir noch was zu tun. Gefürchteter Rivale, einen afrikanischen Otter aus dem Miozän eingeschüchtert. Dann haben wir das Flusspferd, das Riesenwarzenschwein und ein weißes Nashorn aus dem Miozän. Da fehlt wahrscheinlich dann der Büffel, den wir noch einschüchtern dürfen. Und ich vermute mal der Elefant vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen. Allerdings geht es dann hier gleich weiter. Gefürchtete Spezies, auch da wird eingeschüchtert. Die schwarze Mamba, die blattgrüne Mamba. Und den Felsenpython haben wir auch hier, den Mittelmeerskolopender. Und dann geht's weiter als gefürchteter Feind. Hier geht's nochmal ums Einschüchtern. Und das haben wir auch komplett abgeschlossen. Dann haben wir aber den gefürchteten Jäger. Da haben wir ein Flusspferd getötet. Das ist bereit, das Riesenwarzenschwein und den Otter aus dem Miozän. Dann sind aber drei Sachen noch offen. Die können wir also dann jetzt vielleicht noch machen. Ich vermute mal, was könnte das sein? Ja, der Elefant, das Nashorn und der Büffel. Vermute ich jetzt mal, obwohl das sind ganz schön große Viecher, aber das Flusspferd war ja auch ziemlich groß. Gut, das kann ich mal vermuten, dass es das sein könnte. Tapferer Jäger ist abgeschlossen. Bester Jäger, da fehlen noch zwei Sachen. Das Krokodil ist da noch bereit, getötet. Ja, da kann sein, dass es dann auch der Elefant, das Nashorn und der Büffel ist. Nein, drei nicht. Das sind ja nur zwei. Moment, was haben wir denn hier? Macher Herodus, Pelikan, der Gaukler. Es könnte sein, dass wir einen Gaukler noch töten dürfen. Okay. Dann der edelmütige Anführer. Ja, okay. Da müssen wir noch zwei Leute treffen. Einmal, was haben wir alles? Jedes Mal wieder die Frage. Den Hungrigen haben wir geholfen, den Vergifteten haben wir geholfen und den Verletzten. Ich glaube, da ist noch einer in Panik, den wir beruhigen können. Und einer, der am Verdursten ist. Ja, so ungefähr könnte es sein. Oder vielleicht einer mit Beinbruch oder so. Könnte auch sein. Mit Trauma. Heißt das hier, glaube ich. Listiger Beherrscher des Krokodils, ja. Und auch da müssen wir wohl noch ein bisschen viel tun hier. Wie man sieht, das ist noch das meiste. Mit dem Krokodil dürfen wir noch am meisten spielen. Also, da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unten ist auch noch einer, 6, genau. Und hier haben wir noch etwas gar nicht aufgedeckt. Zwei Sachen gar nicht aufgedeckt. Listiger Beherrscher der Hyäne. Auch da können wir noch was machen. Die Hyäne hat schon den Büffel getötet. Die Dorcas-Gazelle. Die schwarze Mamba, den afrikanischen Felsenpython und das afrikanische Pferd aus dem Miozän. Einen Otter hat sie noch nicht. Eine blattgrüne Mamba hat sie noch nicht. Und den Macher Herodus oder den Schabrackenschakal hat sie auch noch nicht. Da, so sieht's also aus. Oh, das sieht ja krass aus. Den Schabrackenschakal, da haben wir ja erst eine Sache gemacht. Hat erst die schwarze Mamba getötet. Haben wir dazu veranlasst. Da fehlt also auch mit Sicherheit die Blattgrüne noch. Aber ich weiß nicht, da müssen wir ja einen Schabrackenschakal irgendwie in den Dschungel locken. Das geht ja auch nicht. Also wahrscheinlich werden wir fünf Sachen hier noch machen dürfen. Okay, dann haben wir listiger Beherrscher des Macher Herodus. Das wundert mich jetzt ein wenig. Auch hier haben wir noch sehr viel zu tun. Fünf, sechs Sachen sehe ich hier auf Anhieb. Und der Macher Herodus hat die blattgrüne Mamba erledigt, die Hyäne erledigt und er hat den Otter aus dem Miozän erledigt. Außerdem den afrikanischen Felsenpython hat er auch geschafft einmal, das Riesenwarzenschwein mehrmals, das afrikanische Pferd aus dem Miozän auch. Ja, und dann muss er, wie man hier auf dem Bild sieht, wahrscheinlich dann den Büffel auch noch kriegen. Ja, hier ist etwas noch gar nicht aufgedeckt, da wissen wir noch gar nicht, was das sein könnte. Und der listige Beherrscher des Felsenpythons. Die Schlange müssen wir also auch noch veranlassen, etwas zu töten. Die Dorcas-Gazelle hat sie geschafft, die Hyäne hat sie geschafft, den Macher Herodus und das Riesenwarzenschwein hat sie geschafft. Sie hat es noch nicht geschafft, ein Krokodil zu töten und oh, die größeren Tiere auch noch nicht. Den Macher Herodus, ja, den hat sie. Den hat sie. Eine Gazelle sollten wir noch... Nee, die Dorcas-Gazelle hat sie auch schon.
Ein Wildschwein, Riesenwarzenschwein haben wir schon. Was sehe ich auf dem Bild noch? Hyäne. Die Hyäne haben wir auch schon. Was sehe ich sonst noch hier? Nur Hyänen. Riesenwarzenschweine. Naja, gut. Dann muss die Python eben irgendwas anderes noch töten. Zwei andere. Und als letztes, ja, hier ist nochmal was unaufgedeckt komplett. Da wissen wir noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Schande, oder? Nach 3 Millionen Jahren, nach so vielen... Ach, das sind mehr als 3 Millionen Jahren hier. Das sind ja fast 7 Millionen Jahre hier. Egal, wir haben hier noch etwas abgeschlossen. Territoriale Vorherrschaft, ja. Den größten Clan haben wir mittlerweile. Das zum Thema Ausbreiten. Dann haben wir hier noch Entwickeln. Handwerkskunst. Ja, hier können wir ganz schnell mal gucken. Alles im Thema Entwickeln ist abgeschlossen. Nein, hier sind noch welche. Interessant. Maximierte neuronale Entwicklung, blühende Phasen. Die neuronale Entwicklung deines Stamms wurde gefestigt. Blühende Phase 1 bereit. Ja, müssen wir die nicht erst freischalten, damit die hier unten vielleicht sichtbar wird? Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben und ich habe keine Ahnung, was hier von uns verlangt wird. Natürlich, darum geht es ja hier. Das ist ja der Witz bei diesem Titel hier. So, das auf jeden Fall, da haben wir noch ein bisschen was zu tun bei der Entwicklung. Ja, wahrscheinlich müssen wir noch ein paar Neurone entwickeln. Gut, dann haben wir unten den anpassungsfähigen Stoffwechsel noch hinzugefügt. 9, nichts bereit. Das heißt, wir dürfen noch mal 2 Nahrungen essen. Da sollten wir doch hoffentlich, da gucken wir gleich mal, da sollten wir doch hoffentlich jetzt das passende mutierte Gen haben. 2 Sachen, aber was kann das andere sein? Sollen wir noch Steine und Holz essen? Oder? Also wir haben Steinfruchtnahrung gegessen. Wir haben Beeren gegessen, Wurzelnahrung, Oviparien, das waren die Eier, oder? Nee, das waren die Kotyledonen. Das waren die Eier. Oviparienfleisch? Keine Ahnung. Insektennahrung auf jeden Fall haben wir auch geschafft. Pilznahrung, alles ein bisschen spät, wie es aussieht. Hier zumindest sind die Zahlen nicht grün, sondern weiß. Pilznahrung, Kotyledonennahrung und pflanzliche Nahrung. Und Molluskennahrung. Also das, 2 Sachen müssen wir noch futtern. Und dann kommen wir da auch weiter. Ja. Das war's dann. Ja, hier fängt's wieder von vorne an, oder? Wie gesagt, wir könnten auch sofort einen Evolutionssprung machen, aber so weit sind wir jetzt gar nicht vorangeschritten, finde ich, beim letzten Evolutionssprung. Am Anfang ging das. Am Anfang ging das ruckzuck, glaube ich. Nun gut, wir bleiben so, wie wir sind. Sehen zu, dass wir hier ein bisschen neuronale Energie bekommen. Sehen zu, dass wir uns dann die Neurone dass wir die stärken. Und was wollte ich gucken nach dem Essen, glaube ich, irgendetwas. Giftverträglichkeit, xenobiotischer Stoffwechsel. Moment. Zusätzlich wird eine genetische Mutation benötigt. Der Stoffwechsel kann seinen Schutz vor Vergiftungen durch Gift verbessern. Wenn er einige Male Elemente mit heilenden Eigenschaften aufnimmt, ja. Bin ich einverstanden mit, okay. Wir haben ja gar nicht so viele gefestigte Neurone diesmal. Nährstoffaufnahme. Aus einer Portion Nahrung wird mehr Energie gewonnen. Na gut. Das sind alles keine sehr guten Mutationen, die wir jetzt mitgenommen haben, oder? Ich sehe jetzt erstmal überhaupt nicht so viele. Propriozeptoreneffizienz. Die Wahrscheinlichkeit, einen tödlichen Schlag auszuteilen, hat sich erhöht. Ach so. Oh, Backe. Ah ja, gut. Dann gehen wir raus. Gehen wir schlafen. Und ich bedanke mich. Ja, es regnet sowieso. Einmal durchschlafen nach der anstrengenden Evolutionssprungleistung. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.